Liebe MyTischTennis.de-User, ein internationales Jugendturnier jagt aktuell das nächste. Beim von Donnerstag bis Sonntag im schwedischen Helsingborg stattfindenden WTT Youth Contender gehen in den Einzelwettbewerben der Altersklassen U15, U17 und U19 gleich 17 DTTB-Nachwuchsasse, darunter 8 Mädchen und 9 Jungen, an den Start. Mia Griesel und André Bertelsmeier sind sicher die größten Medaillenchancen zuzurechnen. In der Damenbundesliga steht, sollte es nicht zu einem dritten Spiel kommen, womöglich schon am Sonntag der neue deutsche Meister fest. Die Favoritenrolle gehört dem TTC Berlin Eastside. Der Titelverteidiger hofft auf seinen 9. Streich und setzte sich in den Playoff-Halbfinals in 2 Spielen gegen den SVDJK Kolbermoor durch, während Hauptrundensieger TTC Weinheim von seinem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte träumen darf. Die Baden-Württembergerinnen schalteten in der Vorschlussrunde die SV Böblingen aus. Im Rahmen der Ruhr-Games im Landschaftspark Duisburg steigen am Wochenende die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 15. 2022 triumphierten Borussia Düsseldorfs Mädchen und die Jungen des TSV Schwarzenbeck. Das Jugend-19-Turnier wird parallel im niederbayerischen Salzburg ausgetragen. Gesucht werden die Nachfolger des MTV Engel-Bostel-Schulenburg und des MTV Jever. Wir halten Sie auf mytischtennis.de mit Ansetzungen, Ergebnissen und Berichten natürlich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.